Hallöchen, meine Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2. Ja, ich bin jetzt immer in der Wassereinstimmung. Und was wollten wir machen? Wir wollen Soja beim Snuff-Gedächtnislabor in Ratasum treffen. Und da das eine kleine Instanz, eine Singleplayer-Instanz ist, gehen wir doch mal. Ne! In die Feuereinstimmung. Ja, Lufteinstimmung. Feuereinstimmung natürlich. Ratasum, 9 Aussichtspunkte, 19 Sehenswürdigkeiten und 5 Aussichtspunkte. Und ne, ja, das sind keine Aussichtspunkte, das sind die Wegmarken. So. Zu erkunden. Zu erkunden. Gratuliere. So. So, das ist, so wie es aussieht, so eine kleine Hauptstadt. Ratasum, also immer noch die Hauptstadt. Ihr seht, das ist so ein viereckiger Brocken. Hier haben wir die drei Kollegs. Also heißt hier nicht College, heißt Kolleg. Für Dynamik, Statik und Synergetik. Ich weiß gar nicht mehr, welchem ich angehöre. Das habe ich ehrlich gesagt vergessen. Aber wir sammeln jetzt hier mal ein bisschen EP und gehen zu den Wegmarken. Und da vorne haben wir einen Aussichtspunkt. Oder da oben. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Das könnte kompliziert werden, da hochzukommen. Aber wir probieren es einfach mal. Wir wollen ja so viel wie möglich von diesen Sachen freischalten. So, sprich, Sehenswürdigkeiten finden und was noch? Sehenswürdigkeiten finden, Aussichtspunkte entdecken. Oh, nicht runterfallen. Stirbt man? Oh no! Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 29.000 Damage. Okay. Gut, ja, so viel HP werde ich wahrscheinlich nie in meinem Leben haben. Wir sind jetzt bei 755. Yay. Das war, ja, das war ein Fehler, von diesem Block runterzuspringen. Meine Güte. Ahiei. Gut, hier haben wir eine Sehenswürdigkeit, glaube ich. Ja, PR1000 Golem Prototyp. So. Ja, die Quest haben wir da. Unruhe stiften, aber das machen wir jetzt noch nicht gleich. Jetzt haben wir nochmal eine Wegmark gefunden. Alles klar. Und da ist der Magierlehrer. Wir haben ja gestern, entschuldige. Vorgestern haben wir hier die Eigenschaften freigeschalten. Und ja, da geht die, dauert jetzt noch wieder ein bisschen, bis wir das nächste kaufen können. Ja, ich habe jetzt noch 3 Silber. Ja, es ist sehr viel, 3 Silber. Und ich brauche 10 für das nächste, wie oder? Schreiten eure Abenteuer voran? Ja, 10 Silber. Mit Stufe 40 kann ich dann das für ein Gold nehmen. Und 10 Silber? Ja, bis ich das Geld hatte, seht ihr, hat einige Parts gedauert. Also, das könnte noch ein Zeitchen gehen, bis ich das wieder kaufen kann. Aber ich probiere natürlich so viel wie möglich wieder einzusammeln, zu verkaufen und Geld zu machen, so. Alles klar. Und ich will jetzt da oben diesen Wegpunkt finden, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen will. Und da vorne ist eine Sehenswürdigkeit. Dieses rosa Ding da wahrscheinlich. Also ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja was. Ja. Jetzt habe ich gleich zwei. Das Machihedron und die Schmiedehalle. Okay. Okay. Gut. Wo bin ich? Where the fuck bin ich? Nicht In lustig. welchem Labor Halt die seid Klappe. ihr denn? Halt die Moment Klappe. mal. Ihr seht nicht aus, als könntet ihr auch nur einen Aha, Feuerball ja. sprengen. Soll ich dich Geschweige denn verputzeln, ne? Ich kann hier Gerät. Feuerball, Lavafontäne, Und Flammenausbruch, erweitert euren einen Verstand. brennenden Rückzug und einen Meteorschauer kann ich auf dich draufschmeißen, wenn du das willst, natürlich. So. Wegmarke Buchhaltung. Sehr schön. Liebe Kauffrau, ich will verkaufen. Nee, ich will doch nicht verkaufen. Ich habe doch Nehmt hier viel dies mehr nicht zu Sachen. Sachen. Nicht identifizierbare Farbe. Aha. Frühlingsgezeitenfarbe. Lichtolivfarbe. Okay. Okay. Ja. Aha. Zum Benutzen doppelklicken. Oh. Wow. Wo ist das jetzt irgendwo? Deine Mutter macht wieder Ärger. Hab keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Wirklich keine Ahnung.
Das ist mir jetzt auch egal. Wir suchen jetzt weiter. Wegmarken, Aussichtspunkte und den ganzen Kram. So, da vorne haben wir eine Sehenswürdigkeit. Ne, sogar zwei. Das ist... Ja, steht natürlich nicht, was es ist. Aber es sieht nach einem Labor aus. Halle der Konstrukteure. Moment mal. Ihr seht nicht aus, als könntet ihr auch nur einen Hammer herstellen. Deine Mutter. Geschweige denn ein kompliziertes arkanes Gerät. Das hier ist nix. Unser Meisterhandwerker und erweitert euren Verstand. Halt die Klappe, du behinderte Kuh. Ich bin klüger als du. Ja. Und weißt du warum? Weil ich das Willen tue. Ja. So. Das hat... Oh, Ratasum hat 4 Ebenen. Oh Gott. Gut, wir gehen mal eine Ebene nach oben. Können wir auch in die oberste? Haben wir da schon eine Wegmarke? Ne. Gut, dann... Gehen wir dahin. Zack. Und jetzt sind wir eine Ebene weiter oben. Und da sollte eine Sehenswürdigkeit sein. Ja, in der Tat. Ist hier eine? Dann ist das schon, glaube ich, die 6. von 19. Ne, die 5. Wundersame Rechnung. Und was haben wir hier? Ne, kein Aussichtspunkt. Schade. Gut, da haben wir die Magiermeisterin, oder? Ja, aber die brauchen wir jetzt eh nicht, weil wir nur knapp 4 Silberstücke haben. Und ich will eine Ebene weiter nach oben gehen, aber wo kann ich denn hochgehen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Wie komme ich hoch? Hier? Nee. Na gut, gehen wir mal rein hier. Radebene. Spricht mit Soja. Ah, das ist da drin, oder? Oder wie läuft das jetzt? Soja? Der Arkanrad. Gott. Schön. Und jetzt? Nach Ratasum. Ich check's nicht. Ich raff's nicht. Ne, ich will nicht nach Ratasum. Ich will jetzt mit Soja reden. Bedrohungsstufe. Shut up. So, Ratasum. Sind wir wieder hier. Toll. Ich will jetzt so einen Aussichtspunkt entdecken. Aber wie komme ich da verdammt nochmal hoch? Ich check's nicht. Vielleicht da? Nee. Nee. Vielleicht nur von der Seite aus. Weil hier drin, da kannst du schlecht hochkommen. Vielleicht da. Das könnte noch sein. Das könnte noch sein. Ja. Toll. Toller Versuch. Toller Versuch. Besser geht's nicht. Von hier hinten kommst du nicht nach oben, oder? Naja, fallst du wahrscheinlich wieder runter. Oder? Ich... No, 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 no. Und wieder zurück. Wieder zurück. Oh, oh Gott. Mann, 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 Mann. Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Okay, vielleicht klappt's ja so. Irgendwie. Nee, das muss doch einen Weg geben. Das muss doch einen Weg geben. Aber wo... How can I go upstairs? Jawohl. Und zack. Ja, stirb ruhig. Stirb ruhig, kein Problem. Mach. Geh nur drauf. Kostet mich ja nur ein bisschen Geld. So, jetzt haben wir da hinten eine Sehenswürdigkeit, oder? Also ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja eine. Wachsame Rekrutierungsstation. Wo siehst du hier eine Rekrutierungsstation, ehrlich? Das ist das Kolleg für Statik, oder? Ja, ne, die Union. Stufe 40. Eieiei. Ein Dieb. 42, auch noch da. In welchem Labor halt die Klappe. Moment mal.
Ihr seht nicht aus, als ja, 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 den Spruch kenne ich. Den Spruch kenne ich. Halt du bloß den Rand. Mit einem unserer Meisterhandwerker und erweitert euren Verstand. Eine Gildenbank, ja, das habe ich aber nicht. Ah! Ah! Jawohl! Jawohl! Juhu! 41.000 Damage jetzt sogar schon. Yeah, buddy. Ha! Du bist ein dummer Asura. Nach unten gehen ist nicht schwer, aber nach oben... Das ist die Hölle. So. Ne, ich möchte nichts verkaufen. Vergiss es. Repariere mein Zeug. Ja. Ne. Ah, vergiss es. Leck mich doch. Arschloch. Du Arschkopf. Ah, da ist ein Zeichen, um nach oben zu gehen. Alles klar. Und nach unten. Ich springe jetzt einfach nach unten hier. Zack. Geht doch. Tut zwar ein bisschen weh, dem dummen Asura, aber... Wer verkraftet's schon? So, jetzt haben wir hier noch eine Wegmarke. Wegmarke, zusätzliche Studierräume. Gut. Eine Sehenswürdigkeit haben wir da vorne. Wie viele Sehenswürdigkeiten hat's hier schon wieder? 19, oder? Und ich habe 7. 8. Inquestur, Rekrutierung. Uah, Inquestur. Uah. Schnell wieder weg hier. Moment. Da ist noch eine Wegmarke, oder? Gehen wir mal zuerst zu der da. Hopp. Und dann gehen wir da nach hinten irgendwie. Geht das? Ja, ich weiß, es ist jetzt ein langweiliger Part, ein bisschen erkunden und so weiter, aber das muss halt auch mal sein. Und es gibt immerhin ein bisschen EP, also... Boah, fast noch runtergefallen hier. So. Wegmarke Lehrling. 6 von 9 Wegmarken. Und hier sollte ein Aussichtspunkt sein. Das Aquatarium haben wir noch entdeckt. Ja, da ist ein Aussichtspunkt. Sollte nicht allzu schwer sein. Ja. Ja, ja, geht doch. Ja. Endlich. So, weg mit Managerdrink und her mit dem Meister hier. Ist keine gute Idee. Energy trinken und danach gleich Eistee zu trinken. Vor allem meine Zähne tun weh. Vom viel Energy trinken. Ich habe schon 4 Sechserpacks Energy Drink gesoffen in dieser Woche. Und das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig. Shut up. Shut up. Okay. Gott, haben wir noch was hier? Ja, da haben wir noch eine Wegmarke. Und noch einen Aussichtspunkt. Und noch... Eine Sehenswürdigkeit. Gehen wir mal dahin. So. Dadurch, oder? Jawohl. Da ist dann eine Wegmarke da vorne irgendwo. Ja, da sieht man sie schon ein bisschen. Wow. New. Yeah, buddy. Wegmarke, Forschung. Noch 2 Wegmarken müssen wir entdecken. Gut, hier unten haben wir keine mehr. Ich denke mal, in der obersten Ebene sind die. Gut, das sehe ich jetzt von hier nicht gut. Egal. Da vorne ist noch eine Sehenswürdigkeit. Das ist dann wohl die 10. Hauptquartier der Friedensstifter. Und da haben wir in der Mitte noch den letzten Aussichtspunkt dieser Ebene. Also ich weiß nicht, ob es jetzt in dieser Ebene ist, aber so wie das Zeichen hervorgehoben ist, vermute ich schwer, dass das in dieser Ebene ist.